Hallo und willkommen zurück bei Frank am Freitag. Ich hatte es ja angekündigt, was können wir Verkäufer von den Strandverkäufern lernen? Ich habe mir dieses Thema ein bisschen näher angeschaut an unserem Urlaubsstrand in Südfrankreich. Und dort lief einer rum, der verkaufte Hüte und so Gewänder. Und er hatte auf seinem Kopf immer so 1 Meter hohe Hüte hochgestapelt, ging immer mit aufrechter Haltung genau an dem Strand entlang. Und bei näherer Betrachtung, bei näherer Beobachtung konnte ich also erkennen, dass er immer die gleiche Route ging. Er ging nicht an den Leuten vorbei, die zum Beispiel einen Sonnenschirm hatten, weil dort nicht der gewünschte Bedarf so schnell eintrat. Und folgende Zahlen haben ihn begleitet in der Analyse, die ich an einem Tag gemacht habe, 61,52. Das heißt, er hat 61 Mal Leute angesprochen, um 5 Mal ins Gespräch zu kommen, und in 5 Gesprächen hat er 2 Mal verkauft. Und zwar bei den Leuten, wo er an diesem Tag, an diesem Vormittag schon mehrere Male vorbeigekommen ist. So, und er macht das ganz geschickt. Ich habe anschließend mit ihm gesprochen, denn er sagt, die meisten Hüte verkaufe ich zwischen 2 und 5. Sagt er, da wird die Sonne und die Hitze unerträglich. Und die Leute, die keinen Hut haben, die überlegen sich das dann. Die fangen an zu überlegen. Und er macht es ganz geschickt. Er bringt sich dann auch bei diesen Leuten in Position. Das heißt, er stellt sich so richtig schön dahin, atmet tief durch, hat die Hüte vorher abgenommen, wischt sich den Schweiß von der Stirn und wedelt sich dann mit dem Hut frische Luft zu. Das heißt, also, er zeigt auch ganz demonstrativ, was man mit dem Hut alles machen kann. Dann schaut er in die Sonne, verzieht ein sonnenverzerrtes Gesicht, ja, und setzt sich dann den Hut auf, zieht ihn sich ein wenig ins Gesicht und grinst und packt dann alle anderen Hüte wieder auf, nimmt seine Haltung wieder an und geht weiter. Also, was können wir von den Leuten lernen? A, Hartnäckigkeit. B, sie kennen ihren Markt. Und vor allen Dingen, sie geben nicht auf. Sie bleiben dran, weil sie gelernt haben, zwischen 2 und 5 fangen an, die Leute ihre Perspektive, ihre Meinung zu verändern und fangen an, diese natürlich sehr teuren Hüte zu kaufen. Alles klar, ich sage bis nächste Woche Freitag. Ich wünsche euch, die Hitze kommt ja jetzt auch zurück am Wochenende, einen guten Hut, der vor Hitze schützt, und euch allzeit gute Gelingen und gute Gedanken. Bis dahin, bis nächste Woche. Ciao, euer Frank.